Hello Europe! Welcome to our predictions for the second semi-finals of this year's Eurovision Song Contest. Again, if you don't speak German, please turn on the subtitles on the bottom right corner. Thanks. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur notre émission spéciale pour la prévision de la demi-finale de l'Eurovision. Allumez vos sous-titres et c'est parti. Hallo und willkommen zum zweiten Teil unserer ESC-Vorhersagen. Ich bin Lena Meyer-Landrut. Mein Name ist Nicole und wir begrüßen euch ganz herzlich. Wir freuen uns, dass ihr auch beim zweiten Video dabei seid. Dieses Mal machen wir das ein bisschen anders. Wir haben auch sogar eine großartige Playlist erstellt. Ja, harte Arbeit ist sowas. Harte Arbeit ist sowas. Und wenn wir über die einzelnen Lieder reden, könnt ihr hier zum Beispiel Pause machen. Ihr öffnet ein weiteres Browserfenster und könnt dann in unsere Playlist gehen, die Songs hören. Dann wisst ihr genau, worüber wir quatschen. Bereit? Bone ready. Lego. Fangen wir direkt, wie sollte es anders sein, mit Start Nummer 1 an. Serbien mit Into Deep, Dobre Dan Serbia. Es ist wieder eine ganz nette Dance-Nummer. Dance-Nummer? Ich finde, es ist eine totale Dance-Nummer. Krass, ich habe nämlich so eine Akustikversion gehört und da ist es so ganz ruhig und krass gesungen und gefühlvoll. Echt? Und so. Nee, ich glaube, die offizielle ESC-Version ist aber danceig. Aber okay. Ich hatte die ganze Zeit während des Songs das Gefühl, als würde ich das nicht kennen. Und weißt du, wer ich kenne? Nee. Carrie Hilson mit Knock You Down. Total gleich. Ah, doch, ich kenne es. Ich kenne Knock You Down. Echt? War mal ein gutes Lied, ja. Ja, war ein gutes Lied. Deswegen ist das auch ein ganz gutes Lied, finde ich. Ja, also ich finde auf jeden Fall, es ist eine hübsche Frau, singt es gut, kommt auf jeden Fall weiter. Küsst die Hand, Österreich. Ihr geht an Start mit Nathan Trent und Running on Air. Das ist der Alpen Ed Sheeran. Echt? Ja. Krass, bei mir steht Justin Bieber. Echt? Ja. Nee. Ich finde, das ist, du hörst die ersten 3-4 Takte und das ist ein Justin Bieber-Song. Ja, weil ich auch das Video wieder gesehen habe. Ich bin immer so ein bisschen visuell vorbelastet. Ja, stimmt. Merke ich. Also da müssen wir auch nochmal sagen, wie gesagt, ich kenne nach wie vor nur die Songs. Andi guckt schon immer alles. Finde ich guter Song. Dieses Hey Now ist auch schön. Hast du es wiedererkannt? Nee. Ich glaube, das ist so ein typischer Radiosong auch. Ich glaube, der wird tierisch oft im Radio gespielt werden. Ja. Aber den macht man nicht unbedingt lauter. Nee, macht man nicht lauter. Nee. Also ich bin noch unsicher. Ich weiß nicht, ich kann mir noch nicht so spontan entscheiden, ob ich ihn weiterlassen würde oder nicht. Muss ich erstmal den. So stark? So stark zweifelnd? Ja, finde ich. Ja. Das ist ja schon ganz schön heftig. Ja. Dobre Dan, Mazedonien mit Dance Alone. Und ich glaube nicht, dass ihr, und jetzt kommt die große Moderationskunst, alleine tanzen müsst. Denn das Lied ist cool. Ja, es ist ein moderner Song. Ich bin gespannt, ob sie den so live performen kann, wie sie ihn da singt. Also da ist ja in den letzten Jahren immer mal wieder jemand dann doch eher als Studiosänger sich herauskristallisiert hat. Aber naja, ich bin gespannt. Also ist okay die Nummer, aber nicht krass. Ich finde, das ist ein richtig krass elektronischer Song, der ist aber kommerziell elektronisch. Also der ist nicht so, dass du sagst, da können viele nichts mit anfangen, sondern er ist noch relativ weich gespült dafür. Ich glaube, der macht an dem Abend viel Spaß, knallt am Anfang, wird aber dann aus meiner Sicht auch relativ schnell langweilig. Gurnata Taiba, liebe Maltesen. Claudia Faniello mit Breathlessly. Habt ihr da eine Fabrik oder sowas, wo ihr diese Divas raushaut, die in der Mitte stehen und krasse Songs rausbrettern? Also es ist jetzt nicht die große Varianz in euren Auftritten, aber wenn ihr was hinstellt, dann schon sehr geil. Es ist eine gute Simone Tomalla, nicht Sophia. Eine Simone Tomalla. Ist sie optisch so? Ja. Ah, okay. Ist eine gute Milf und singt es auch top und ja, schick, gefällt mir, ist okay, ist ein guter ESC-Song, stabil. Als ich das Lied gehört habe, habe ich auch sofort eine Frau in einem langen weißen Kleid gesehen. Ist original, ist wirklich so? Ist original. Krass, siehst du? Ja, Windmaschine? Nicht so viel. Kommt. Aber krasse Cat Eyes und wie heißt das? Shady. Smoky Eyes. Shady, ja. Habe ich bei Bibis Beauty Palace gelernt. Oh. Dab, dab, da-da-di-da-da, wap, wap. Ich finde ja, man müsste nochmal sagen, dass es tatsächlich die erste Ballade an dem Abend ist. Nachdem drei relativ schnelle kommen, kommt dann die erste Ballade. Meinst du, es ist ein Trend, dass so Balladen aussterben? In diesen beiden ESC-Halbfinals würde ich sagen,
sind sie deutlich weniger als sonst, oder? Mhm. Mhm. Wenn ihr wissen wollt, wie die weiteren Plätze von uns sind, einfach hier oben in der Verlinkung auf das zweite Video klicken, dann sehen wir uns gleich. Hat euch das gefallen? Daumen hinterlassen und abonnieren. Wir sehen uns gleich.